Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Und du sagst jetzt vielleicht, Pastor, ist dein Hemd zu kurz? Sind deine Ärmel zu kurz? Ja, meine Ärmel sind zu kurz. Ich bin übervorteilt worden beim Hemdenkauf. Jetzt stehe ich da und wie ein Hillbilly. Ich habe mir gedacht, ich mache da extra eine ländliche Gegend dazu für mein Hemd hier. Ich hätte den Händler, der mir das verkauft hat, verklagen können. Aber ich habe 1. Korinther Kapitel 6 gelesen und habe mich dann anders entschieden. Okay, und ich lese euch vor, was da steht in 1. Korinther Kapitel 6. Denn wir beziehen unsere Inspiration in diesen Tagen aus dem 1. Korintherbrief und wir sind mittlerweile im Kapitel 6. Da steht: Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit hat mit dem anderen, über sich vor Ungerechten zu streiten und nicht vor Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Eines Tages werden die Heiligen die Welt richten. In anderen Worten, die Christen werden eines Tages diejenigen sein, die Gut und Böse definieren. Also in Christus natürlich. Und die Macht haben, das ist interessant. Spricht wahrscheinlich vom 1000-jährigen Reich, vom goldenen Zeitalter, wenn Jesus hier unten auf der Erde ist, für 1000 Jahre herrscht und wir mit ihm. Aber es geht noch weiter. Wisst ihr nun, wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändler habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten, also Ungläubige. Zur Beschämung sage ich es euch, es ist also kein Weiser da, keiner, der unter Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Und jetzt kommt mein Vers, der mich dazu bewogen hat, den betrügerischen Hemdenhändler nicht zu verklagen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Also meine Botschaft heute Abend, die heißt, lasst euch übervorteilen, in Anführungszeichen. Das ist das, was Paulus sagt. Lasst euch übervorteilen. Und jetzt schauen wir natürlich und sagen, im Ernst, wir sollen uns übervorteilen lassen? Hallo? Das ist doch, was passiert noch mit meinen Rechten hier und überhaupt? Naja, die Sache ist die schon, dass wenn du Christ bist und übervorteilt wirst, du trotzdem nicht verlieren kannst. Wenn du Christ bist, kannst du nicht verlieren. Weißt du warum nicht? Weil du in Christus bist und der Christus kann nicht verlieren. Per Definitionem. Du kannst Jesus nie austricksen. Er ist immer der, der einen Zug weiterdenkt. Er ist der Schachspieler, der immer gewinnt. Immer, immer. Ja? So, halten wir also mal fest. Es ist ein Fehler an uns, dass wir Rechtshändler miteinander haben. Als Christen sollen wir keine Prozesshansel sein, die ihre Rechte unbedingt auf dem Rechtsweg durchsetzen. Wir sollen uns viel mehr übervorteilen lassen. Ist euch bewusst, meine Damen und Herren, dass Jesus sich hat übervorteilen lassen von einem betrügerischen, korrupten Mitarbeiter namens Judas? Jetzt, letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war Jesus ein Prophet, der Dinge gewusst hat. Glaubst du im Ernst, dass Jesus nicht wusste, dass Judas ein Dieb ist, der Typ, der die Kasse hatte? Jesus hat es erlaubt, dass er die Kasse hat, weil er was demonstrieren wollte, nämlich das, dass auch wenn du einen Korruptling in der Gruppe hast, du nicht verlieren kannst, wenn du mit dem Herrn gehst, wenn du mit Gott gehst. Denn obwohl Judas das geklaut hat, was eingelegt wurde, war Jesus trotzdem nicht pleite. Als einmal Leute zu ihm kamen und gefragt haben, einen Mitarbeiter gefragt haben, den Petrus, hör mal, was ist denn los, zahlt euer Herr, euer Meister, euer Rabbi, zahlt er nicht die Tempelsteuer? Und Petrus sagt, doch. Und dann sagt er, Judas, geh mal her, mach mal die Kasse auf, wir brauchen 2 Drachmenstücke. Judas macht die Kasse auf und schaut rein. Er sagt Hallo und es kommt ein Echo zurück und dann sagt er, ist leider nichts mehr da. Und Petrus sagt, das gibt's doch nicht, wir haben doch gestern ein gutes Opfer eingesammelt, wieso ist es jetzt weg? Ja, sagt Judas, ich musste noch den bezahlen und diesen und jenen und den und dann war nichts mehr da, nichts, nichts. Und dann geht Petrus zu Jesus und sagt, Rabbi, wir brauchen Geld für die Steuer. Und Jesus sagt, wir machen das folgendermaßen. Du gehst mit der Angel an den See,
wirfst die Angel aus und fängst einen Fisch. Einen. Du sollst ja nicht anfangen zu fischen, sondern du sollst nur einen Fisch fangen. Dem machst du das Maul auf. Darin findest du ein 4-Drachmen-Stück. Einen Storter. Das ist genug für dich und für mich. Für die anderen Apostel hat es aber noch gereicht. So, Jesus war pleite und Gott hat ihm übernatürlich auf eine ungewöhnliche Weise Kohle verschafft, damit er seine Schulden bezahlen konnte. Und dieser Christus lebt in dir. Dass du in ihm bist, bedeutet, dass er dasselbe für dich tut, dass Gott dasselbe für dich tut, wie er für Jesus getan hat. Sag mal mit mir, ich kann nicht übervorteilt werden. Also kurzfristig natürlich schon. Jesus ist ja auch kurzfristig übervorteilt worden. Er ist ja beklaut worden. Aber trotzdem, obwohl er beklaut wurde, hat er nicht wirklich gelitten. Er hat ein Gewand angehabt, das von oben an bis unten ausgewebt war. So was hat normalerweise nur der Hohepriester angehabt. Das war ein teures Gewand. Außerdem ist er freundlich aufgenommen worden in Bethanien. Die hätten geschimpft mit ihm, wenn er da irgendwie was bezahlen hätte wollen. Für die Benutzung des Ferientrakts hier, den die hatten, und des Swimmingpools und überhaupt. Die haben das als Ehre betrachtet, ihn bewirten zu dürfen und seine Leute. Er hat nicht gelitten. Gott hat ihn immer wieder durchgeführt. Er hat vielleicht nichts gehabt, aber in Wirklichkeit hat er doch alles gehabt. Und bei dir kann es auch sein, ich wünsche dir das nicht, aber es könnte sein, dass du nichts hast. Aber dann wird der Herr auf den Plan treten. Dann wird der Herr auf den Plan treten. Also sei nicht so ängstlich. Übrigens, weil ich es gerade vom Gewand hatte, Jesus hat gesagt, Matthäus Kapitel 5, Vers 40 in der Bergpredigt, seiner berühmtesten Predigt, dem, der mit dir vor Gericht geht und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch dein Obergewand. Lass dich übervorteilen. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Solche Sätze erinnern mich an Erbschaften mit Haushaltsauflösungen. Und dann stehen die Erben ein wenig ratlos in der Wohnung, die jetzt also aufgelöst werden muss. Und dann sagen sie, ja, was jetzt? Und dann sagt einer, also das hätte ich gern. Und dann kommt sofort garantiert einer an und sagt, ja, das habe ich mir eigentlich ausgesucht. Vollkommen egal, was sich der aussucht. Es ist immer einer da, der sich das schon ausgesucht hat und das jetzt auch haben wollte. Ja, und dieses Schrottauto hinterm Haus von 1978, das keine Räder mehr hat und keine Windschutzscheibe und nichts. Ich denke, das nehme ich. Ach, das wollte eigentlich ich haben. Einfach nur deswegen, verstehst du, weil es jemand anders haben will. Einfach, es gibt so Typen. Wie reagiert man auf die? Nimm. Hast du das gehört? Ja, aber dann hab's ja ich nicht. Okay, du musst dich nicht durchsetzen, du musst deine Ellbogen nicht einsetzen. Lass es den Herrn machen. Glaub da mal ein wenig, dass der Herr dir da hilft. Römer Kapitel 8, Vers 32. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Sag mal mit mir, alles schenken. Nicht verkaufen, schenken. Also wenn du einem Gott dienst, der alles hat, dann kann man dich nicht beklauen, denn er sorgt dafür, dass du auf deine Kosten kommst. Ja, warum? Die ganze Kraft des Himmels steht hinter dir. Die Engel Gottes, die helfen dir, dass du nicht übervorteilt wirst. Der Herr biegt es dann schon so hin, dass es was wird. Du bekommst eine Arbeitsstelle nicht. Du hast dich so um diese Stelle bemüht und du hättest es so gern gehabt. Und du hast sie nicht bekommen. Was nun? Ich sag dir mal was. Wenn du mit Jesus gehst und der Christus in dir lebt, dann hat er seine Engel schon ausgesandt und sucht dir eine bessere Stelle. Mich erinnert es an Josef. Entschuldigt, wenn ich den immer wieder anbringe, aber der ist so gut. Josef war derjenige, der in der väterlichen Firma der Begabteste war. Okay? Hands down, sagt man im Englischen. Der konnte Sachen mit der linken Hand auf dem Rücken gebunden, die andere mit beiden Händen oder mit drei oder vier Händen nicht schaffen hätten können. Der hatte ein Organisationstalent, der war gut drauf, der war der beste Mann im Laden. Seine Brüder haben ihn seiner Zeit verkauft. Heute würden sie das anders machen. Heute würden sie eine Arbeitnehmerüberlassungserklärung abgeben und den Arbeitnehmer an eine Firma überlassen. Und jetzt wäre dann dieser eigentlich Top-Manager,
die verkaufen nicht für einen Apfel und ein Ei. Und jetzt muss er da quasi in der Küche sitzen, der Topmanager, und muss Kartoffeln schälen. Und er ärgert sich natürlich. Und er denkt sich, hey, ich war hier unter Wert gehandelt. Na, ich kann die alle in den Sack stecken. Ich bin viel besser als sie. Merken die denn das denn nicht? Natürlich merken die das, dass du viel besser bist als sie. Sie sind neidisch. Deswegen sägen sie dich ab. Aber mit Christus kann man dich nicht absägen, denn man kann den Christus nicht absägen. Also was passiert? Er bewährt sich, er tut gute Arbeit. Und wenn du eine Gabe hast, dann erkennen sie das daheim und sind neidisch, möglicherweise, wie es bei Josef und seinen Brüdern der Fall war. Oder sie erkennen deine Gabe und sie befördern dich, weil sie nicht blöd sind, die Chefs. Sie erkennen, da haben wir einen Begabten. Was macht denn der beim Kartoffelschälen? Der hat hier die Kartoffeln so geordnet und der hat das ganze Management dieser Kartoffeln und das Rein und Raus davon und die Bestellung übernommen und alles. Der hat sich bewährt, ja, den machen wir, den befördern wir. Und im nächsten Moment ist Josef Vize-Pharao. Das muss er erst mal können. Dann allerdings, das ist ein wichtiger Punkt für uns, die wir ja befördert werden wollen und nicht übervorteilt werden wollen. Amen. Wichtiger Punkt. Josef ist in der Position, die er hat, die Gott ihm geschenkt hat, absolut loyal den Leuten gegenüber, die ihn befördert haben. Wenn er mal die Geschichte nachschaut, dann wird er sehen, dass der Pharao im Laufe der Zeit immer reicher geworden ist durch die segensreiche Wirksamkeit des Josef. Also Josef hat sich revanchiert. Er hat sich nicht nur befördern lassen und hat diese Stelle dann als Sprungbrett benutzt. Sind dann nicht mehr gut genug gewesen? Nein. Er hat sich als loyal erwiesen, als treu, als loyal. Das ist viel wert. Also wenn du befördert werden willst oder schon befördert worden bist, dann sei loyal den Leuten gegenüber, die dich befördert haben. Amen. Wichtiger Punkt. David. David wurde vom Hof gejagt als Soldat, weil der König neidisch auf ihn geworden ist und die Brillanz dieses jungen Mannes erkannt hat, die taktische Fähigkeit und die strategische Fähigkeit und das Redevermögen und das Auftreten, das Charisma, der hatte einfach alles. Der kam königlich daher. Und das hat der König gesehen und war beleidigt und hat deswegen den David vom Hof gejagt. Er hat ihn dann zur Persona non grata erklären lassen. Er hat ihn zu einem, obwohl er das gar nicht war, er hat ihn zu einem verfassungsfeindlichen Oppositionspolitiker erklärt. Obwohl es überhaupt nicht gestimmt hat. Der hat ihm Lügen angedichtet aus Neid und aus Angst. Dem David. Und David hat sich versteckt, weil die Polizei hinter ihm her war. Alle möglichen Dienste hinter ihm her geschnüffelt haben. Aber irgendwann war diese Zeit vorbei. Irgendwann ist der böse König Saul gestorben. Und dann haben sich die Leute gedacht, naja, David war doch eigentlich immer recht gut zu uns. Und dann haben sie ihn eingesetzt und dann ist Israel in ein goldenes Zeitalter eingetreten, nämlich das unter David, dem größten König, den die hatten. Also die Zeiten haben sich irgendwann geändert. Die Zeiten ändern sich. Und wenn du niedergemacht wirst Jahr um Jahr und du hältst an Jesus fest, dann wird eines passieren. Er wird sich an dir revanchieren und er wird dich befördern, er wird dir Frieden geben, er wird dich voranbringen. Danke für das Donner der Arme. Oder man spannt dir die Freundin aus. Du bist so verliebt. So verliebt. Und dann kommt dein Freund und spannt dir die Freundin aus. Oder die beste Freundin, die beiden Freundinnen, die alles miteinander machen, von der klaut einer der anderen den Freund. Und jetzt ist das Herzeleid groß. Der Schuft oder die Schuftin, sie hat ihn mir ausgespannt, sie hat mir meinen Freund genommen. Was mache ich jetzt nur? Trockne die Tränen, der Herr hat einen besseren für dich. Wieder David. Bei David war es so, dass dem mal versprochen wurde, dass er die Königstochter heiraten darf. Na, du musst nur dies, das und jenes tun und dann kriegst du meine Tochter als Braut, als Verlobte. Ja, und David hat die Bedingung erfüllt. Und der König hat ihm seine Tochter als Verlobte gegeben. Jetzt war er verlobt mit einer Prinzessin. Ich meine, überleg dir das mal. Du kommst sofort von, also was ist ein Prestigegewinn? Du kommst sofort von der niedrigen Position des Vieh, des Schafhirten, rauf in den Palast und wirst zum Schwiegersohn des Königs. Ja, du führst eine Prinzessin an der Hand. Ich meine, hallo.
Und was passiert, als es dann soweit ist und die heiraten sollen, wird seine Verlobte genommen und einem anderen gegeben. Jetzt ist es natürlich blöd, ne? Nur, es war vielleicht ganz gut, denn diese Frau hat ihn in Wirklichkeit gar nicht geliebt. Ihr Vater hat ihm David einfach diese Frau gegeben, hat gesagt, so, da hast du sie. Das Prestige, dass sie Prinzessin ist, das muss reichen. Sie mag dich eigentlich nicht, David, aber sie hat keine Wahl, weil ich nämlich König bin, ich kann ihr befehlen, was sie machen soll. In diesen Gesellschaften damals war das so. In manchen Orten der Welt ist es heute noch so. Und dann hat sich aber was ergeben. Dann hat sich eine andere Tochter Sauls, die Schwester von seiner Verlobten, hat sich in ihn verliebt. Die hat David geliebt und die sah noch besser aus als seine Verlobte. Und so ist David dann also doch noch zu seiner Frau gekommen. Wenn solche Sachen passieren, wenn dich der Typ verlässt, dieser Schuft, ja, mit seiner Sekretärin oder mit seiner Kollegin oder was weiß ich, dann sag, ja gut, er weiß nicht, was er verpasst. Dann hat er jemanden Besseren für dich. Ich meine, du musst dir dann natürlich darüber im Klaren sein. In Wirklichkeit ist es vielleicht in deinem Herzen so, dass du eigentlich gar niemanden willst. Auch gut, dann ist der Herr genug. Oder noch ein Beispiel von David und Arbeit. David hat ein Jahr lang für einen Mann namens Nabal gearbeitet. Mit seiner Putzkolonne. Und als er bezahlt werden wollte, hat er nichts bekommen. Der hat ein Jahr lang umsonst gearbeitet. Und David war sauer. Als er dann mit dem Nabal verhandelt hat, hat dieser Nabal gesagt, ja, wir haben keinen Vertrag. Keinen Vertrag, ist blöd, wenn du keinen Vertrag hast. So quasi, du fängst an mit Handschlag und arbeitest für jemanden und dann sagt der plötzlich, ja, du, Geld gibt es jetzt leider keines, danke für dieses Jahr, dass du für mich gearbeitet hast, aber gibt nichts. David war so sauer, dass er um seinen Lohn gebracht wurde und nicht nur er, sondern seine ganze Abteilung, dass er, als er das Messer zwischen die Zähne geklemmt hat und zu diesem Mann, zu diesem Narren namens Nabal hingegangen ist. Wisst ihr, was er machen wollte? Also in der Bibel wollte alle Männer, die schon stehen konnten, an die Wand strahlen konnten, die wollte er töten. Aber mal übersetzt auf unsere Zeit, wäre die Situation die, dass plötzlich dieser, stell dir vor, Maurerpolier oder sonst ein Leiter halt von dieser Kolonne, dass der ankommt in der Nacht mit Sekundenkleber und diesen Kleber in die Türen spritzt, dass man sie nicht mehr öffnen kann. Der zu den Firmenwägen hingeht und die Reifen absticht. Und einen Molotow-Cocktail durch die offene Klotür schmeißt oder durchs offene Toilettenfenster von draußen und dann von weit weg zuschaut, wie die Bude brennt. Diese Versuchung, die mit der lebt David, weil er übervorteilt wurde. Er wurde übervorteilt. Er hat seine Kraft und seinen Elan in den Dienst eines unwürdigen Mannes gestellt, der ihn nicht bezahlt. Also, er legt jetzt also los, sie fahren schon hin, sie sind maskiert, sie sind bereit. Da kommt die Frau von diesem törichten Chef an und sagt, stopp, ich weiß, was euch passiert ist, ich habe schon ein bisschen Geld dabei. Nehmt es mal und ich gebe euch noch mehr und lasst es und versündigt euch nicht. Und David, aus dir wird noch mal was. Und wenn du dann mal der Chef bist, der König bist, dann hast du schon mal diesen Makel nicht auf deine Seele, dass du hier die Firma kaputt gemacht hast. Und David sagt, ja, Gott sei Dank kommst du mir entgegen. Gut, dass du mir entgegengekommen bist. Wenn du mir nicht entgegengekommen wärst, aber du bist mir entgegengekommen, super, also wir gehen wieder heim. Dann geht also David und ist zufrieden zunächst, aber dann sagt die Frau dieses törichten Chefs, dem törichten Chef, was sie jetzt gemacht hat und den trifft aus lauter Geiz und Bosheit der Schlag. Und dann stirbt er. Und dann steht David da und sagt, was mache ich jetzt mit dieser Witwe? Und dann geht er hin und wirbt um sie, willst mich heiraten? Und dann sagt sie, ja. Und jetzt überleg mal, der Typ, der gerade noch übervorteilt wurde, der hat jetzt die Frau von diesem elenden Chef, die klug und schön ist. Und mit der klugen und schönen Frau hat er natürlich auch die Firmen dieses Chefs. Jetzt hätte er beinahe um ein Haar seine eigene Firma, seinen eigenen Besitz kaputt gemacht. Reifen zerstochen, Schlösser verklebt, Klo angezündet. Gut, dass er es nicht gemacht hat. Sagen wir mal Namen. Also, du kannst nicht übervorteilt werden, wenn du mit dem Herrn gehst. Es ist einfach so. Und wenn du sagst, doch, ich bin schon übervorteilt worden. Natürlich, wir alle sind schon übervorteilt worden. Ja?
Wir alle sind schon übervorteilt worden. Ich habe schon Sachen gehabt, da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich übervorteilt. Ich bin geleimt worden. Natürlich, das wird mir auch in Zukunft wahrscheinlich noch ab und zu passieren. Aber in Wirklichkeit ist es nur ein Trittbrett, das der Herr benutzen wird, um mich irgendwie doch weiterzubringen. Und schau, obwohl ich hier ein zu kurzes Hemd anhabe mit Ärmeln und mein Unterhemd, also das lange Unterhemd, ja, daraus vorschaut. Ich habe es trotzdem bis ins Fernsehen geschafft damit, mit einem zu kurzen Hemd. Überleg dir das mal. Schau mal in 5. Mose Kapitel 2. Da ist es so, dass Jakob, also das Volk Israel, aus Ägypten kommt und gerade hineinmarschiert ins gelobte Land. Und sie müssen durch Seir, sie müssen durch das Wohngebiet Esaus gehen. Und jetzt pass auf, was Gott zu dem Geliebten sagt, über den Gehassten, was er zu Israel, zu Jakob sagt, über Esau. Ich lese es dir vor, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Da steht in 5. Mose, Kapitel 2, Vers 4 bis 7, in Vers 5 jetzt, lass dich nicht mit Streit, auf Streit mit ihnen ein. Israel, lass dich nicht in Streit mit dem Volk Esaus ein, mit den Edomitern. Denn ich werde euch, den Geliebten, von ihrem Land, von ihrem, dem Gehassten, in Anführungszeichen, Land, auch nicht den Tritt einer Fußsohle geben. Denn das Gebiet Seir, das Gebirge Seir, habe ich Esau als Besitztum gegeben. Hier wird der Geliebte gewarnt, dass er den Gehassten in Ruhe lassen soll, nicht angreifen soll, denn Gott wird ihm nichts, wird dem Geliebten keinen Fußbreit von dem Territorium des Gehassten geben. Merkt ihr da was? So gehasst kommt mir dieser Gehasste gar nicht vor. Wenn Gott den Geliebten wegen dieses Gehassten ermahnt und sagt, lass den bloß in Ruhe. Übervorteile ihn nicht, ich werde dir nicht helfen, wenn du den anfängst zu bekämpfen. Finde ich gut. Esau jetzt. Also von Esau, Esau war ja eine problematische Figur. Und er ist wirklich übervorteilt worden, links und rechts, von seiner Mutter und seinem Bruder. Sein Bruder hat ihm das Erstgeburtsrecht abgelistet, abgekauft mit einem lächerlichen Preis, ein Linsengericht für Millionen. Und hinterher hat Jakob dann noch den Segen seines Bruders geklaut, wenn ihr euch erinnert. Als es Zeit war, dass der Vater den Sohn segnet, den Erstgeborenen segnet, mit allem Guten, da hat sich der Letztgeborene verkleidet als Erstgeborener und hat so getan, als wäre er der Erstgeborene. Und der Vater war blind, hat nichts mehr gesehen. Er war sehr kritisch, hat gesagt, bist du wirklich mein Sohn? Ja, ja, ich bin dein Erstgeborener. Aber du klingst wie der Zweitgeborene. Oh nein, ich bin der Erstgeborene. Segne mich schon. Und dann hat also der Vater den gesegnet. Und das war ein Betrug. Der hat ihn betrogen. Dennoch hat zum Schluss Esau eigentlich nicht drauf bezahlt. Er hat von Gott ein Erbteil bekommen. Er hat das ganze Gebirge Seir bekommen und Gott hat Jakob verwarnt. Also Jakob, die Nachfahren Jakobs, das Volk Israel. Er hat sie gewarnt. Lasst sie bloß in Ruhe. Euer Vater hat seinen Bruder ausgetrickst. Und ihr seid seine Nachkommen. Und ihr werdet jetzt Esaus Nachkommen nicht austricksen. Ihr werdet die in Ruhe lassen. Ich werde euch nicht helfen gegen die. Seht ihr was? Gott hat Esau gesegnet. Weil Esau hat sich irgendwann auch bekehrt, ist irgendwann nüchtern geworden, ist erwachsen geworden, ist dann mit Gott gegangen. Und Gott hat ihn gesegnet. Gott segnet dich, wenn du mit Gott gehst. Wenn du Jesus in dein Leben einlässt und sagst, okay, Herr, ich will mit dir gehen. Ich will mit dir gehen. Ich meine, du musst dann natürlich auch wirklich mit ihm gehen, ja, und nicht nur so tun, als ob. Amen. Dieser Jakob, der seinen Bruder so übervorteilt hat, der wurde selber auch übervorteilt. Er hat seinen blinden Vater übervorteilt. Und Jakob, dieser Wicht, ist auch mal in der Dunkelheit übervorteilt worden. Als er nach seiner Hochzeitsnacht nämlich aufgewacht ist, hat er festgestellt, ach, das ist ja gar nicht die Braut, um die ich mich beworben habe. Das ist ja ihre Schwester. Hat er blöd geschaut. Er hat seinen Vater ausgetrickst und jetzt wurde er ausgetrickst. Sein Vater hat nichts gesehen und jetzt hat er nichts gesehen und ist ausgetrickst worden. Also, was ich sagen will, ist Folgendes. Was du säst, wirst du ernten. Was du säst, wirst du ernten, deswegen übervorteil du andere nicht. Es ist eine Sache, übervorteilt zu werden. Und zu wissen, hey, ich, mit Gott gewinne ich und ich kann nicht übervorteilt werden. Es ist etwas anderes, der Versuchung zu widerstehen, andere zu übervorteilen.
wenn er auf dem Tresen der Hunderte liegt und niemand ist da und niemand sieht es. Und man kann da mal so den auf den Boden fallen lassen und sich dann bücken und einstecken. Und denjenigen, der den vergessen hat, der da vielleicht jetzt reinkommt und sagt, wo ist mein Hunderter? Ich habe ihn auf dem Tresen liegen lassen. Der hält sich ja weg. Keine Ahnung, wo er ist. Es ist eine andere Sache, dem Ganzen zu widerstehen, selber nicht die andere zu übervorteilen. Deswegen, mein wichtiger Punkt, tu andere nicht übervorteilen, denn wenn du andere übervorteilst, wirst du übervorteilt werden. Jakob hat seinen Bruder übervorteilt, hat seinen Vater übervorteilt und er ist selber übervorteilt worden. Jahrelang musste er dann leiden wegen dieser Situation. Aber Gott hat ihm geholfen, nachdem er ja sich bekehrt hat und dann klar Schiff gemacht hat und in Zukunft niemanden mehr betrogen hat, niemanden mehr übervorteilt hat. Da hat dann auch ihn niemand mehr übervorteilen können. Da wurde er dann gesegnet und ist durchgedrungen zu einem echten, massiven Segen. Also, erstens, wenn du übervorteilt wirst, lob und preis den Herrn. Sogar Jesus wurde übervorteilt und Gott hat sich für ihn verwendet und er hatte keine Probleme gehabt. Und zweitens, wenn du ein alter Strizi bist und gern mitnimmst, was dir nicht gehört und andere übervorteilst, dann wisse, du wirst säen, du wirst ernten, was du gesät hast. Du wirst ernten, was du gesät hast. Und wenn du gute Sachen ernten möchtest, dann musst du auch gute Sachen säen. Wenn du gutes Verhalten ernten möchtest, musst du gutes Verhalten säen. Amen. Und dann bist du tatsächlich in Christus unbesiegbar. Amen. Lass mich schauen, ob ich noch einen Vers habe. Ich habe noch viel mehr, ja. Paulus sagt, mit dem Vers schließe ich vielleicht ab. Paulus sagt dem 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 2, er sagt den hochnäsigen Korinthern, die auf ihn herabgeblickt haben, weil er nicht so dynamisch geredet hat, obwohl er extrem erfolgreich war als Prediger, als Apostel. Er sagt, hey, nehmt uns auf, akzeptiert uns. Hey, ich habe die Gemeinde gegründet und jetzt schließt mich gefälligst nicht aus. Akzeptiert mich. Wir haben niemandem Unrecht getan. Wir haben niemanden zugrunde gerichtet. Wir haben niemanden übervorteilt. Schau, wenn du jemanden übervorteilst, dann ruiniert es deinen Ruf langfristig. Leute werden dich nicht mehr ins Vertrauen ziehen. Du wirst vereinsamen. Und es muss nicht sein. Amen. Und wenn du einen Freund brauchst, den wichtigsten Freund aller Zeiten, und ihn noch nicht hast, nämlich Jesus von Nazareth, den Christus Gottes, den Herrn der Welt, dann ermutige ich dich, jetzt Jesus in dein Leben einzuladen. Ich gebe dir die Gelegenheit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt gehörst du dazu. Gottes Segen.